Servus Leute, ich habe vor ein paar Tagen vom Ryzen 5800X3D auf einen Ryzen 7950X3D geupgradet und will euch in dem Video einfach mal mein Fazit mitteilen, wie viel mehr Performance man wirklich in EFT hat. Viel Spaß! Um die beiden CPUs zu vergleichen, habe ich jeweils die nahezu identische Route als Scaff abgelaufen, einmal auf Shoreline und einmal auf Streets. Leider gibt es bei Tarkov ja keine exakte Benchmark-Möglichkeit, deshalb geht man als Scaff in den Online-Raid, da muss was los sein, dass die CPU auch belastet wird, deswegen kann man das nicht offline machen, das würde das Ergebnis verfälschen. Und ich denke mal, das ist die beste Annäherung. Wie gesagt, leider gibt es keine exakte Methode und ich habe da die Scaff-Runs, ja, dieselbe Route abgelaufen und werde euch das Side-by-Side einfach mal zeigen. Und kurz zu den Settings. Ich habe bei beiden dieselben Settings verwendet, mit dem Unterschied, dass ich beim 7950X3D AMD FSR auf 2.1 anhabe. Aus dem einfachen Grund, ich habe bei beiden die 3080 verwendet und die wäre ansonsten das Bottleneck bei der neuen CPU. Und deshalb FSR entlastet die Grafikkarte und hat ansonsten nichts mit der CPU-Performance zu tun. Aber hätte ich das nicht an, würden wir in den Top-Frames ziemlich gleiche Werte sehen. Und deshalb AMD FSR beim 7950X3D. Beim 5800X3D ist FSR ausgewiesen. Da hatte ich es einfach so, hier mit TAA High und normalem Anti-Aliasing. Und ja, der lastet die Grafikkarte zwar auch teilweise bis zu über 95% aus, aber nur sehr selten. Von daher kann man da jetzt schon sehr gut die CPU-Performance vergleichen. Die zwei Scaff-Runs auf Shoreline. Man sieht, ich bin im Dorf gespawnt. Das ist ein Bereich, ein Außenbereich. Da ist normalerweise mehr die Grafikkarte für die Top-Frames verantwortlich. Man sieht, die CPU-Auslastung ist nicht allzu hoch. Und ihr seht hier auf der rechten Seite den 7950X3D und auf der linken den 5800X3D. Und man müsste vielleicht dazu noch sagen, wie entstehen Frames eigentlich in Tarkov? Grundsätzlich ist die CPU als erstes verantwortlich. Je mehr die berechnen kann, desto mehr kann die Grafikkarte Bilder daraus berechnen. Bei der CPU spielt auch noch die RAM-Geschwindigkeit eine Rolle. Das heißt, umso besser Tarkov optimiert ist und die CPU das schneller berechnen kann, umso mehr Bilder kann dann die Grafikkarte berechnen. Und das ist jetzt hier in dem Bereich im Moment der Fall. Man sieht die GPU-Auslastung bei über 90% auf beiden Seiten. Links ohne FSR, rechts mit FSR 2.1 auf Quality. Und ansonsten sieht man schon einen deutlichen Unterschied auch in den Frames. Es ist natürlich immer bloß eine Annäherung leider, weil ja, es sind zwei verschiedene Online-Raids. Es ist hier und da mehr los, weniger los, je nachdem. Und ja, im Moment hat die Grafikkarte viel zu tun und wenn man dann gleich sieht, wenn ich ins Resort komme, kriegt die CPU mehr zu tun, da ist vielleicht nicht so gut optimiert und sowas und dann geht auch die GPU-Auslastung runter und dann geht es eher um die minimalen Frames, die dann ganz deutlich an der CPU hängen und das sind auch eigentlich die interessanten Frames. Diese Top-Frames sind gar nicht so, ja, interessant, würde ich sagen und da muss man halt immer schauen, lohnt es sich, hier mit der Grafikkarte auch noch nach oben zu gehen, um wirklich diese Top-Frames zu erreichen? Ich habe es so gemacht, ich habe einfach auf FSR gestellt. FSR 2.1 auf Quality ist eine sehr gute Option und ich bin angenehm überrascht, auch über die Bildqualität. Ich bevorzuge das über DLSS. Mit der 3080 ist bloß DLSS 2.0 möglich. Und das sieht nicht so gut aus. FSR hat zwar auch hier und da, ne, da mal ein Flickern oder so, aber es ist deutlich besser. Und ja, jetzt widmen wir uns hier mal der Performance. Was auch wirklich interessant ist, ist der Input-Lag, die Frame-Render-Datei, in dem Fall Darstellungslatenz hier, die ist teilweise um die Hälfte weniger beim 7950X3D, was daraus resultiert, dass die führt, dass die Maus sich viel direkter anfühlt und das, ja, angenehmes Mausgefühl macht. Und wir kommen jetzt gleich mal ins Resort. Bei den Frames kann man sagen, so ja, so 20, vielleicht mal 25% Unterschied, auch mal bloß 15%. Das hängt aber vielleicht auch mal gelegentlich an der Grafikkarte hier. Und im Resort seht ihr dann, die CPU-Auslastung geht hoch, sobald wir dann da sind und die Grafikkartenauslastung geht dann runter. Und ja, sobald wir drin sind, sehen wir hier links 80% und der Rest bloß noch 50% wegen FSR. Und dann sind die Frames teilweise gleich, also das hängt dann auch noch mehr an der Optimierung von Tarkov, als dass es wirklich an der CPU hängt. Das ist halt, da muss BSG noch ein bisschen nachbessern, kann man jetzt hier im direkten Vergleich wirklich mal sehen. Kann natürlich auch am Raid liegen, ne? Also wir sehen hier teilweise rechts beim 7950X3D niedrigere Frames, aber kann auch sein, dass da einfach mehr los ist. Ich glaube, in dem Raid rechts war auch ein Airdrop unterwegs, ich bin mir da nicht ganz sicher. Aber ja, hier mal der direkte Vergleich. So viel Unterschied ist im Resort gar nicht
Und der wirklich interessante Part ist halt die Framerate in der Time, die ist rechts wesentlich niedriger, was zu einem angenehmen Mausgefühl führt und wirklich ein großer Pluspunkt ist, abgesehen von den Frames natürlich. Streets of Tarkov, bekanntlich nicht so gut optimiert und die Frames sagen hier, ja, vielleicht 15% mehr. Was wirklich wieder interessant ist, ist der Input-Lag, die Frame-Render-Time. Die ist hier wieder deutlich niedriger beim 7950X3D. Das ist auch das Erste, was mir aufgefallen ist, dass sich die Maus direkter anfühlt im Vergleich zu vorher, insbesondere auf Streets. Da hatte ich immer so ein, ja, etwas verzögertes Mausgefühl, sage ich mal, mit mehr Input-Lag. Und ja, bei Streets hängt es tatsächlich an der Optimierung, würde ich sagen. Es fällt auf, wenn man in einem PMC-Rate geht, am Anfang hat man die ersten zwei Minuten bombastische Frames. 180, 200, 220 habe ich teilweise sogar gesehen. Und wenn dann nach zwei Minuten oder so die Scavs spawnen und mehr los ist auf der Map, dann baut es einfach komplett ab und es geht, ja, Richtung, wie es jetzt aussieht hier. Aber Streets spielt sich deutlich besser, auch wenn sich das nicht nur in der reinen Framerate widerspiegelt. Es ist einfach, ja, dieses Mausgefühl und man hat keine Microstutters mehr und sonstiges. Und ja, wenn BSG dann noch mehr optimiert, wird sich da der 7950X3D wahrscheinlich noch ein bisschen mehr absetzen. Auf anderen Maps sieht man das schon deutlich, wo besser optimiert ist. Insbesondere auf Labs oder auf Factory, da habe ich 300 bis 400 FPS in einem Online-Rate. Aber da hängt es dann halt einfach an der Grafikkarte. Da wäre tatsächlich noch mehr drin, auch mit FSR ein. Aber ja, interessant sind halt Maps wie Streets, wo halt einfach die Optimierung noch nicht so gut ist. Es geht um diese minimalen Frames und die haben sich auch deutlich verbessert. Insbesondere die 99% Low Frames sieht man hier, sind auch deutlich besser. Und das merkt man halt einfach dann im Input-Lag und im Spielgefühl. Schauen wir uns noch ein bisschen Customs an. Und auf Customs ist es so von der Optimierung her ausgeglichen. Es gibt Stellen, da geht die Grafikkarte auf über 90% auch mit FSR. Oder wie hier halt bloß auf 80% und dann Bottleneck die CPU. Und ansonsten hat man hier echt gute Frames. Man sieht wieder niedrige Frame-Render-Times. Ich wollte noch ein bisschen auf die Werte vom 7950X3D eingehen. Er zieht so um die 70 Watt, wenn ich Tarkov spiele und ist so bei 70 Grad. Ich habe PBO an, ich habe den Curve-Optimizer auf minus 25 und dadurch läuft er schon um einiges kühler. Also mit Stock wäre er nochmal um 10 Grad wärmer und würde auch ein bisschen mehr Watt ziehen. Aber er läuft so sehr gut. Die Taktraten liegen zwischen 5000 und 5250 MHz auf der CCD mit V-Cache. Mehr geht nicht, 5250 ist Maximum. Auf der anderen CCD mit den anderen 8 Kernen, die ja keinen 3D V-Cache hat, da gehen bis zu 5750, aber die sind uninteressant. Was natürlich angenehm ist, ich habe mit Process Lasso Tarkov alleine auf die 8 V-Cache-Kerne gelegt, auf die CCD und alle anderen Programme, die so nebenher laufen, wie Discord, habe ich dann auf der anderen CCD. Und ja. Dadurch hat Tarkov allein Kerne für sich, fürs Gamen und ist eine ziemlich gute Sache. Falls ihr jetzt mit dem Gedanken spielt, abzugraden, dann empfehle ich, wenn ihr ein 5800X 3D habt oder was Vergleichbares, dann lohnt sich das Preis leistungstechnisch nicht. Ich habe 1.300 € bezahlt für Board, RAM, 6000er CL, 30 RAM und hier die CPU für 780. Also preis-leistungstechnisch ist das kein Vernunftkauf, wenn man sowas wie einen 5800X 3D hat. Denn wenn ihr kostengünstig upgraden wollt, dann würde ich immer noch den 5800X3D empfehlen. Der ist ja mit Board und RAM bei etwas über 500 € und preis-leistungstechnisch wesentlich besser. Und ansonsten, wenn ihr einen 7000er X3D haben wollt, würde ich sagen, wartet noch auf den 7800X3D. Der kommt Anfang April. Der sollte so ziemlich genau dieselbe Leistung haben. Der hat halt keine 16 Kerne, sondern bloß 8. Aber 8 Kerne zum Gamen mit dem V-Cache. Das sind ja die interessanten. Der sollte ziemlich genau dieselbe Leistung bringen in EFT, genauso wie der 7900X3D. Der hat nur 6 Kerne mit V-Cache, aber das macht keinen Unterschied. EFT braucht keine 8. Von daher ist da die Performance auch sehr gleichwertig und einfach top. Und ja, egal welcher von den drei CPUs, es sind die besten für EFT. Und das wird auch, glaube ich, erstmal eine Weile so bleiben. Und ich bin auf jeden Fall glücklich mit der Performance, jetzt wo alles eingestellt ist. Am Anfang ein paar Kinderkrankheiten, dass mal die falsche CCD genommen wurde. So, aber wenn man das alles drin hat, auf jeden Fall zu empfehlen für Enthusiasten, die da das Geld ausgeben wollen. Und wenn ihr eher kostengünstig upgraden wollt, 5800X3D, wie gesagt, ist da auch noch eine sehr gute Wahl. Die CPU ist gerade mal 11 Monate alt oder 10 Monate, je nachdem um den Dreh. Ist jetzt ja keine alte Hardware, die man da kaufen würde. Und ja, das war meine Zusammenfassung rund um den 7950X3D im Vergleich zum 5800X3D. Und
ja, ich hoffe, ihr konntet da ein bisschen was mitnehmen. Wie gesagt, benchmarken lässt es sich leider nicht exakt, aber so ist es in EFT. Ich bin übrigens dazu täglich live auf Twitch, twitch.tv/outsider. Würde mich freuen, wenn ihr vorbeischaut. Link unten in der Description oder im ersten Comment lasst mal ein Follow da. Und hier auf YouTube würde ich mich über ein Abo freuen. Daumen nach oben, Kommentar unter dem Video. Wir sehen uns wieder hier auf YouTube oder eben auf Twitch. In dem Sinne, macht's gut und bis dann.